Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag und heute zu einem, naja, einem speziellen Beitrag. Ja. Heute werden wir christliche Apologetik machen und uns dabei auf Juden fokussieren. Ich möchte in meinem Beitrag Jesus für Juden aufzeigen, dass Jesus Jude gewesen ist und dass Juden Jesus als ihren Messias anerkennen und akzeptieren sollten. Liebe Geschwister, Juden, denen wird vieles Schlechtes, Negatives angedichtet, ja. Leider ist Antisemitismus heutzutage wieder sehr weit verbreitet und salonfähig. Wir als Christen müssen uns diesem antisemitischen Trend entschieden entgegenstellen. Das bedeutet, dass wir als Christen Juden nicht als unsere Feinde betrachten sollten, sondern als unsere Brüder. Denn sie sind unsere Brüder. Anstatt solche Parolen zu grölen wie, ja, die Juden haben Jesus umgebracht, sollten wir darauf schauen, dass Jesus selbst Jude war. Anstatt zu sagen, ja, die Juden, die akzeptieren ja gar nicht Jesus, sollten wir erkennen, dass die ersten Christen sehr wohl Juden gewesen sind und dass es auch messianische Juden gibt. Wir sollten Juden nicht als unsere Gegenteile betrachten, sondern als unsere Freunde und als unsere Brüder. Liebe Geschwister, Jesus wurde als Jude von einer jüdischen Mutter geboren, die den biblisch-hebräischen Namen Miriam, der auf aramäisch ausgesprochen Mariam lautet, und aus dem Griechischen zu Maria wurde. Ja? Er wurde am achten Tag nach seiner Geburt beschnitten, Lukas 2,21, genauso wie es die jüdische Tradition verlangt. Bei dieser Gelegenheit erhielt er ebenfalls Brauch seinen Namen Jeschu, gräzisiert und latinisiert Jesus, Kurzform von Jehoshua. Als Erwachsener hat Jesus unter der jüdischen Bevölkerung im Land Israel gewirkt. Begegnungen mit nichtjüdischen Personen stehen im Kontext, dass Jesus die Botschaft Jahwes ausweiten will auf die ganzen Völker, doch sie sind und bleiben Ausnahmen. Ja. Zwar Ausnahmen, die dann die Regel bilden sollten, aber es bleiben Ausnahmen. Jesus hat unter der jüdischen Bevölkerung im Land Israel gewirkt. Es wird auch nirgends berichtet, dass er eine der stark hellenisierten Personen, dass er eine der stark hellenisierten Städte wie Sepphoris oder Tiberias, Caesarea Maritima oder Caesarea Philippi betreten hätte. Er ist als Jude gestorben, am Kreuz hingerichtet aufgrund einer Verurteilung durch den römischen Präfekten Pontius Pilatus. Und alle vier Evangelisten erwähnen eine Aufschrift am Kreuz, die den Grund des Urteils angibt. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Der römischen Provinzverwaltung erschien er als Aufrührer, dem in ihren Augen zu viele folgten. Unmittelbarer Anlass für die Festnahme Jesu war, dass er nach Jerusalem zum Pessachfest reiste. Alle vier Evangelien stellen heraus, dass damit eine große Anzahl von zum Fest gepilgerten messianische Erwartungen verband, indem sie ihn als Israels königlichen Messias begrüßten. Als der wurde Jesus leider auch hingerichtet. Alles, was Jesus nach den Evangelien sagt und tut, und das ist wichtig, bewegt sich im Kontext des Judentums seiner Zeit, und zwar im Kontext des Judentums des ersten Jahrhunderts. Wir finden nicht nur in den Evangelien innerjüdische Debatten und eine starke jüdische Prägung, die wir nicht finden würden, wenn die Evangelien später als im ersten Jahrhundert entstanden sind. Im ersten Jahrhundert gab es diese strikte und vollkommene Trennung und Ablösung des Christentums von Judentum noch nicht und war auch noch nicht so ausgeprägt. Dies kam dann im zweiten Jahrhundert, als sich Christen immer stärker von den Juden abgrenzten. Doch im ersten Jahrhundert gab es ein besonderes Verständnis des Messias. Er sollte das Judentum reformieren in dem Sinne, als er natürlich die Juden wieder jüdisch machen wollte, ja. Es gibt vieles, das ins Judentum hineingetragen wurde, das ursprünglich gar nicht jüdisch war. Jesus wollte dies eben wieder gerade rücken, ja. Und er kam auch nicht, wie er selbst sagt, das ist sehr, sehr wichtig, Jesus kam nicht, und ich betone nochmals,
nicht, um das Alte Testament aufzulösen oder zu widerlegen oder für überflüssig oder unnötig oder gar ungültig zu erklären. Er kam, um zu erfüllen und bestätigt die Autorität des Alten Testaments als heilige Schrift. Das ist immer wichtig dazu zu sagen, ja. Nichts von dem, was er in den Evangelien sagt oder tut, führt über das Judentum hinaus oder aus ihm heraus. Was die Evangelien in Auseinandersetzungen schildern, sind innerjüdische Dispute, ja. Und natürlich gibt es spätere Interpretationen, ja. Aber Jesus grenzt sich nicht vom Judentum ab. In zentralen Fragen, in zentralen Glaubensfragen, gibt es Übereinstimmung mit der pharisäischen Tradition. Das sieht man zum Beispiel an der Frage nach dem höchsten Gebot. Das gilt als eine Zusammenfassung der gesamten Tora, als eine Leitlinie gemäß der die Bibel zu verstehen und auszulegen ist. Nach Markus ist es einer der Schriftgelehrten, der ihn nach dem ersten aller Gebote fragt. Jesus antwortet mit zwei Schriftstellen, mit Deuteronomium 6,4-5, Gott ganz und gar zu lieben, und mit Levitikus 19,18, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Der Schriftgelehrte stimmt ihm voll zu, nimmt aus dem ersten Schriftwort zusätzlich die Betonung der Einzigkeit Gottes auf und wiederholt das zweite und schließt daran noch an, das sei um vieles mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Markus 12,28-34. Lukas nennt in seiner Fassung den Gesprächspartner Jesu einen Tora-Lehrer, der ihn mit der Frage nach dem rechten Tun als Lehrer testen will. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. In der Tora, was steht denn da geschrieben und wie liest du sie? Und hier ist es nun der Tora-Lehrer, der das Doppelgebot der Liebe formuliert, und Jesus stimmt ihm zu. Gegenüber dem Gebot der Nächstenliebe liegt die Frage nahe, wer ist mein Nächster? Sie stellt der Tora-Lehrer und Jesus antwortet mit der Erzählung vom barmherzigen Samaritaner, also der die Perspektive umdreht, indem es darum geht, selbst jemandem zum Nächsten zu werden, der in Not geraten ist. Lukas 10,25-37. Ganz entsprechend diskutieren Rabbinen über die Frage, was eine große Zusammenfassung in der Tora sei. Rabbi Akiva führt das Gebot an, den Nächsten zu lieben wie sich selbst und fährt dann fort, damit du nicht sagst, weil ich verachtet werde, soll auch mein Mitmensch verachtet werden. Was Akiva will, sehen Ben Asai und Rabbi Tankuma in einer anderen biblischen Aussage noch stärker eingeschlossen, nämlich in der von der Gottebenbildlichkeit des Menschen, Genesis 5,1 und 1,27. Bildet sie die Hauptregel, kann die Frage, wer mein Nächster sei, gar nicht aufkommen. Sie ist immer schon beantwortet. Nach den ersten drei Evangelien im Kanon, im Zentrum der Verkündigung Jesu, steht hier, dass mit seinem Wirken das Reich, die Herrschaft Gottes anbricht. Ja? Und dass das Reich Gottes nun angekommen ist. Ja? Und so heißt es auch in Markus 1,14. Ja? Matthäus spricht wie die Rabbinen vom Himmelreich, von der Himmelsherrschaft. Und ja, bei ihm lautet die Verkündigung Jesu, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, Matthäus 4,17. Mit genau denselben Worten hatte Matthäus schon Johannes den Täufer auftreten lassen, Matthäus 3,2. Ja, das zeigt, dass sich hier in Judentum verortet wird. Mit seiner Hinrichtung dürfte Jesus für viele als erledigt gegolten haben. Ja? Auch irgendwie für seine Anhängerschaft. Ja? Und das war auch so. Ja? Aber für sie blieb es nicht dabei. Ja? Einige kamen aufgrund verschiedener Widerfahrnisse zu der Überzeugung, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat an ihm getan, was umfassend erst für die Endzeit erwartet wird. Er hat jetzt schon neuschöpferisch gehandelt. Das ist die grundlegende, zentrale Aussage des Neuen Testaments. Ohne sie wäre eventuell gar nicht so viel über Jesus von Nazareth bekannt. Auch das ist eine Aussage, die nur im Judentum gemacht werden konnte. Von den Sadduzäern entschieden abgelehnt, gab es in pharisäischer Tradition die Vorstellung von der Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Sie gründet in der Bündnistreue Gottes, der sich seine Bündnispartner auch durch den Tod nicht wegnehmen lässt.
So wurde besonders von denen, die in der Verfolgungszeit unter Antiochus im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung treu die Gebote der Tora einhielten und deshalb grausam umgebracht wurden, gesagt, Gott wird sie auferwecken. Ja? Und der Tyrann soll mit seinem Morden nicht das letzte Wort behalten. Ja? Gott hat Jesus auferweckt. Ja? Das ist das Neue am Neuen Testament. Aber auch diese Aussage ist eine jüdische Sprach- und Denkmöglichkeit. Und ja, und das wurde dann zu einer Gruppe innerhalb des Judentums, die Nachfolger Jesu. Und sie hielten Jesus für den erwarteten messianischen König und entdeckten im Rückblick in seinem Wirken schon messianische Züge. Ja, das ist etwas, das wir sehr, sehr wichtig, das sehr, sehr wichtig zu erwähnen ist. Ja. Und für die weitere Entwicklung wurde es entscheidend, dass Menschen aus der Völkerwelt dazukommen. Wie geschah das? Nach der Darstellung der Apostelgeschichte gab es in Jerusalem auch griechisch sprechende jüdische Messiasgläubige. Ihre herausragende Gestalt war Stephanus. Nach dem tumultartigen Lynchmord an ihm und weiterem Vorgehen gegen diese Gruppe, wohl durch sadduzäische Kreise, die mit der römischen Ordnungsmacht kooperierten, flüchteten zahlreiche ihrer Anhänger aus Jerusalem. Einige kamen nach Antiochia, der Hauptstadt der Provinz Syrien. Von ihnen sagt Lukas, dass sie dort auch griechisch sprechenden Nichtjuden Jesus verkündigen. Apostelgeschichte 11,20. Sie werden das nicht auf dem Marktplatz getan haben, weil sie dort nicht verstanden worden wären. Es gab im Griechischen zwar eine Vielzahl von Salbungsriten, aber nicht wie im Judentum die Gestalt des Gesalbten, des Messias. In Antiochia existierte eine große jüdische Gemeinde. So werden die aus Jerusalem Geflüchteten in deren Kommunikationszentrum die Synagoge gegangen sein. Wohin denn auch sonst? Sie erzählen dort von Jesus und verkündigen ihn als von Gott auferweckten königlichen Gesalbten, als den Messias. Nun gab es in vielen Städten der Mittelmeerwelt mit jüdischen Gemeinden nicht-jüdische Sympathisanten, die am Leben der jüdischen Gemeinde partiell teilnahmen und sie unterstützten, aber nicht konvertierten. Sie wären als Gottesfürchtige und Gottesverehrende bezeichnet. Auch sie hörten die messianische Verkündigung und konnten daher sie dank ihrer jüdischen Vorbildung verstehen. Die Mehrheit in den Synagogengemeinden lehnte diese Verkündigung ab, weil von einer messianischen Veränderung der Welt nichts zu spüren gewesen sei. Doch die messianischen Verkündiger waren charismatische Personen. Sie fanden in der Synagoge Menschen, die sie überzeugen konnten, Jüdinnen, Juden und Gottesfürchtige. Und ihnen wurden Wunder auf sie herabgesandt, auf das sie bestätigt würden. Wenn die Messiasgläubigen in synagogalen Versammlungen ihren besonderen Glauben zum Ausdruck brachten, kam es immer wieder zu heftigem Streit. Dessen war man offenbar müde und so pflegte man die eigene Besonderheit in zusätzlichen privaten Versammlungen. Damit ergab sich eine räumliche Trennung aus pragmatischem Grund. Aber das war keine grundsätzliche Trennung vom Judentum. Dass die jüdischen Mitglieder einer der messiasgläubigen Versammlungen ihre Teilnahme daran nicht etwa als einen Austritt aus der Synagogengemeinde und damit aus dem Judentum verstanden wird, am Beispiel des messiasgläubigen jüdischen Ehepaares Priska und Aquila deutlich. Ja? Aus Rom kommend hatten sie sich in Korinth niedergelassen. Danach zogen sie nach Ephesus und dort trafen sie den aus Alexandria kommenden messiasgläubigen Juden Apollos. Und sie trafen ihn selbstverständlich in der Synagoge. Apostelgeschichte 18,2 und 18, 1924 bis 26. Die nichtjüdischen Mitglieder, die werden sich weiterhin als Gottesfürchtige verstanden haben, hinzugekommen zu Israels Gott, dessen Wirken sie nun auch und besonders im Messias Jesus erkannten. Dass die nichtjüdischen Hinzugekommenen gleichberechtigt mit den jüdischen Mitgliedern zusammenlebten, führte zum Streit. Nach der jüdischen Tradition gibt es volle Zugehörigkeit nur durch Integration in das Volk Israel und also die Verpflichtung auf die Tora mit allen ihren Geboten. Und das hieß für Männer, dass sie das Bundeszeichen der Beschneidung übernehmen mussten. Diese Forderung erhoben Abgesandte der messiasgläubigen Gemeinde in Jerusalem gegenüber den hinzugekommenen
in der Gemeinde in Antiochia, Apostelgeschichte 15,1. Hier ist zunächst zu betonen, es ging ausschließlich um die Frage der Beschneidung von Nichtjuden. Dass jüdische Messiasgläubige ihre neugeborenen Knaben am achten Tag zu beschneiden hätten, wurde von niemandem in Frage gestellt. Warum verhielt sich die messiasgläubige Gruppe in Antiochia gegenüber der klassischen jüdischen Position anders? Und womit konnten Paulus und Barnabas als Abgesandte der Antiochiner beim Konvent in Jerusalem die anderen überzeugen? Grundlegend waren überwältigende Erfahrungen, die als Wirken von Gottes Geisteskraft verstanden wurden. Man sah sich schon vollziehen, was Joel 3 verheißt. Gott gießt quasi seine Geisteskraft über alles Fleisch aus. Dann kommen die Völker der Welt zu Israels Gott als dem einen und lernen von ihm. Jesaja 2,2-4, Micha 4,1-3. Als von Gott selbst Gerufene blieben sie, was sie sind, und müssen nicht in Israel integriert werden. Das sieht man nun geschehen. Die auf Jesus bezogene Botschaft zieht Menschen aus der Völkerwelt an. Das Jahr 70 bedeutet mit dem Ende des jüdisch-römischen Krieges einen tiefen Einschnitt für das Land Israel. Ja? Und durch die Eroberung Jerusalems durch römische Legionen wurde der Tempel zerstört, das zentrale, einzige Heiligtum des Judentums. Ja? Und ja, an ihm wurden nicht nur die in der Tora vorgeschriebenen Riten durchgeführt, die neben der religiösen Funktion auch für das soziale Miteinander wichtig waren. Außerdem war der Tempel durch die dreijährlichen Wallfahrtsfeste für die Juden im Land Israel und in der Diaspora der Kommunikationsort schlechthin. Ja. Und die Sadduzäer hatten in jeder Hinsicht vom Tempel gelebt. Mit seiner Zerstörung war ihre religiöse und ökonomische Basis verloren gegangen. Doch es waren pharisäische Lehrer, die jüdisches Überleben und Weiterleben ermöglichten. Im Pharisäismus hatte man schon beim Bestehen des Tempels auf ihn bezogene Vorschriften das alltägliche Leben hinein ausgelegt und praktiziert. So waren die Pharisäer prädestiniert, das angesichts des zerstörenden Tempels nun im größerem Ausmaß zu tun. Sie taten das in Auslegung der Tora und der übrigen heiligen Schriften im Diskurs und im Vertrauen auf die Unerschöpflichkeit der Schrift, die immer mehr als eine Auslegung zulässt, ja herausfordert. Und diese pharisäischen Lehrer wollten nicht mehr Partei sein und führten auch nicht mehr in diesem Namen. Und ja, aus der Sicht der jüdischen Mehrheit ließen sich die Messiasgläubigen nicht integrieren, weil sie für den Messias Jesus einen exklusiven und absoluten Anspruch erhoben. Diesen Anspruch konnten die anderen nicht akzeptieren. In diesem Zusammenhang findet sich bei Matthäus etwas, das katastrophale Ergebnis des jüdisch-römischen Krieges als Strafe Gottes für die Ablehnung des Messias Jesus identifiziert. Das zeigt sich an seiner Fassung des Gleichnisses vom großen Gastmahl, das bei ihm zum Hochzeitsmahl des Königssohnes wird. Matthäus 22,1-10. Ja? Und Matthäus lässt bei der Verhandlung gegen Jesus vor Pilatus auch die gesamte anwesende jüdische Volksmenge rufen, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder, Matthäus 27,25. Ja. Zwischen dem schon fertig zubereiteten Mahl und der erneuten Einladung an andere findet ein ganzer Kriegszug statt, in dem der erzürnte König seine Heere ausschickte, jene Mörder umbringen und ihre Stadt verbrennen ließ. Und wir wissen ja, dass Jesus, der diese Tempelzerstörung deutete als Strafe für das Volk Israel, ein bekanntes Motiv im Judentum war. Das bedeutet, es war schon länger bekannt, dass Gott den jüdischen Tempel zerstören würde, wenn das Volk Israel sich von seinem Gott abwendet. Insofern hat Jesus hier das übernommen und aufgegriffen, was im Judentum schon längst bekannt war. Und damit hat Jesus auch richtig und jüdisch zutreffend gedeutet, was überhaupt bedeutet, dass der Tempel zerstört würde. Im Johannesevangelium wechseln für die Personen im selben Zusammenhang die Bezeichnungen die Juden und die Pharisäer. Das Judentum erscheint als pharisäisch bestimmtes, wie es sich nach 70 unserer Zeitrechnung herausgebildet hat. Ihnen gegenüber setzt dieser öfter voraus, dass sie Gott kennen. Es geht selbstverständlich um den in Israel bezeugten und bekannten Gott. Dann aber bestreitet der Evangelist
die Kenntnis Gottes, die ihn nicht in Jesus erkennen. Johannes 8, 12 bis 20. Die jüdische Mehrheit begegnet dieser Absolutsetzung mit distanzierten Maßnahmen. Johannes 9, 22. Ja, und hiermit lassen sich die rabbinischen Aussagen über Heretiker in Zusammenhang bringen. Ja, und wenn wir alles in allem aber etwas sehen, dann, dass Jesus für sich selbst eine Sache ganz klar gemacht hat. Er war ein Jude, der die Menschen zurück zu den jüdischen Traditionen und zu Jahwe führen wollte. Er wollte das Volk Israel in Gott vereinen, macht aber gleichzeitig klar, dass er der Gott ist, der kommen wird, dass er der Messias ist, der ganz klar kommen wird, um die Menschen zu erretten und zu erlösen. Nun ist es kein Geheimnis, dass heutzutage manche Rabbiner und judaistische Ausleger, ja, ganz klar ablehnen, dass Jesus der Messias ist. Ja. Doch die hebräische Bibel und die jüdischen Weisen beschreiben den Messias detaillierter als viele glauben. Aus diesen Schriften können wir seinen genealogischen Hintergrund, seinen Geburtsort, den Zeitrahmen seiner Ankunft und andere identifizierende Merkmale erkennen. Diese Zeugnisse ermöglichen es uns, den Messias zu identifizieren und Betrüger zu erkennen. Ja, es gibt viele andere, aber ich nenne jetzt einige wenige Stellen, die quasi von frühen Rabbinern auf die Weise erkannt wurden, dass sich all diese Passagen auf den Messias beziehen. Und dann schauen wir, zu wem das passt. Der Messias ist aus dem Stamm Juda, Genesis 49, 10. Der Messias war ein Nachkomme von König David, 2. Samuel 7, 12 bis 16. Der Messias sollte in Bethlehem geboren werden, Micha 5, 2. Der Messias würde vor der Zerstörung des zweiten Tempels eintreffen, Daniel 9, 24 bis 27. Der Messias würde sich vorstellen, indem er auf einem Esel reitet, Zacharia 9, 9. Der Messias würde zu Tode gefoltert werden, Psalm 22, 1 bis 31. Und das Leben des Messias würde einer bestimmten Beschreibung entsprechen, einschließlich Leiden, Schweigen bei seiner Verhaftung und seinem Prozess, Tod und Begräbnis im Grab eines reichen Mannes. Und die Auferstehung, Jesaja 52, 13 bis 53, 12. In Bezug auf Abstammung, Geburtsort, Zeit und Lebensstil entsprach Jesus den messianischen Erwartungen der hebräischen Schriften. Ja. Und viele andere Faktoren wirken zusammen, um die Messianität Jesu weiter zu untermauern. Manche fragen, wenn Jesus nie den Anspruch erhoben hat, der Messias zu sein, warum sollten wir überhaupt ihn dann als diesen Messias bezeichnen? Doch Jesus behauptete, der Messias zu sein. Als eine Frau zu ihm sagte, ich weiß, dass der Messias kommt, antwortete er, ich bin es, der zu dir spricht. Johannes 4, 25 bis 26. Jesus erhob also den Anspruch, ja, und er nennt sich auch selbst den Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommen wird. Und im Markus-Evangelium ist dies sogar ein Grund, dass der den Sanhedrin dazu veranlasste, Jesus anschließend Jesus quasi dann hinzurichten als Aufrührer. Ja? Und wenn diese Beglaubigungen in den hebräischen Schriften so klar sind, warum glaubten dann die meisten Juden nicht an Jesus? Um dies zu verstehen, muss man erkennen, dass zur Zeit Jesu die messianische Hoffnung in den Köpfen der Menschen stark politisiert wurde. Sie suchten Befreiung von der Tyrannei Roms. Obwohl die Schrift sowohl von dem Leiden als auch den Siegen des Messias sprach, war der siegreiche Aspekt in den Köpfen der einfachen Leute wegen der römischen Herrschaft an oberster Stelle gestanden. Diese schiefe Sicht auf den Messias führte zu einem gewissen Zerrbild. Und dieses Zerrbild führte dazu, dass manche Menschen glaubten, der Messias würde nur kommen, um mit Gewalt gegen die römischen Besatzungsmächte zu kämpfen. Und diese Sicht auf den Messias ist bis heute bei vielen Juden geblieben und die Politisierung der messianischen Hoffnung hält bis heute an. Das soll nicht heißen, dass alle Juden die Behauptungen Jesu ablehnten oder ablehnen. Ja, alle ersten Nachfolger Jesu waren Juden und die allermeisten, die Juden waren, erkannten in Jesus auch den Messias. Tatsächlich waren sich die Rabbiner dieser Zeit und später den vielen messianischen Prophezeiungen bewusst, von denen Christen behaupten, dass sie sich in Jesus erfüllen.
Obwohl die talmudischen Rabbiner zum Beispiel zustimmen, dass Jesaja 53 eine Vorhersage des Messias war, war der Druck von denen, die diese Prophezeiung auf Jesus anwendeten, im Mittelalter so groß, dass Rashi, einer der größten mittelalterlichen Bibelgelehrten, das Kapitel neu und interpretierte und sagte, es beziehe sich auf die Nation Israel. Ja, dies wird bis heute von jüdischen Gelehrten aufrechterhalten, obwohl das nicht einmal die Meinung der frühen Rabbiner war und gar nicht stimmen kann. Denn es handelt sich hierbei beim leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 um einen sündlosen Knecht, der für die Sünden anderer bezahlen wird. Zu sagen, dass Israel, das Volk Israel, sündlos war, ist die größte Verleugnung des Alten Testaments. Und wenn ein Jude tatsächlich die Nation Israel als sündlosen Knecht sehen will, dann verleugnet er seine eigenen Schriften, weil eben genau das Volk Israel das Volk war, das von Gott immer wieder neue Bündnisse und neue Propheten benötigte, weil es einfach nicht auf Gott gehört hat. Ja, das auf die Nation Israel zu beziehen, ist damit vollkommener Humbug. Und es gibt keinen, auf den diese ganzen Faktoren treffen, als auf den Messias Jesus selbst. Ja, und das muss man immer verstehen, wenn man darüber diskutiert. Aber was unterscheidet Jesus von anderen, die behaupten, der Messias zu sein? In der jüdischen Geschichte hat es falsche Messiasse gegeben. Unter den prominentesten waren Bar Kochba zum Beispiel, der eine Revolte gegen Rom anführte, und Shabbatai Zevi, ein selbsternannter Messias des 17. Jahrhunderts. Ja. Während der Revolte von Bar Kochba proklamierte ihn eine der berühmtesten Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte, Rabbi Akiva, zum König Messias. Doch Bar Kochba, Akiva und tausende von Juden im Jahr 535 nach Christus wurden getötet, als die Römer die Festung von Betar stürmten. Und Zevi hingegen war ein selbsternannter Messias. Und die Schabbat-Bewegung blühte im Europa des 17. Jahrhunderts auf und breitete sich sowohl unter dem einfachen Volk aus als unter den Rabbinern. Ja. Aber als Zevi 1666 vom Sultan der Türkei verhaftet wurde, konvertierte er zum Islam, anstatt den Märtyrertod ins Auge zu sehen. Ja. Und Jesus, der ist nicht zurückgerudert, ja. Der Zevi, der ist zum Islam gegangen, um bloß nicht dem Märtyrertod zu sterben. Jesus hingegen hat dem Tod ins Auge gesehen, um uns zu erretten und zu erlösen. Er hat an seiner Botschaft trotzdem festgehalten, obwohl es schwierig war und schwierig geworden ist. Was sehen wir nach wie vor und was sehen wir immer noch? Jesus. Das Leben Jesu steht in scharfem Kontrast zu dem der falschen Messias. Das Leben Jesu steht in einem scharfen Kontrast, ja, denn im Gegensatz zu Zevi führte Jesus als frommer Jude das Gesetz des Mose aus. Und im Gegensatz zu Bar Kochba ist Jesus, obwohl er gestorben ist, auch auferstanden. Jesus hat Wunder getan und beglaubigte sich dadurch selbst. Er hat Menschen geheilt, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht und ist von den Toten auferstanden, hat sich allen als Sieger gezeigt und ist dann gen Himmel gefahren, hat damit sogar hartgesottene Skeptiker erweicht und ihre Herzen geöffnet für ihn selbst, hat dann Apostel ausgesandt und gesagt, hey, ihr werdet auch in meinem Namen heilen können, was sie dann bei ihrer Missionstätigkeit auch taten. Weshalb sich am Erfolg des Christentums in der Weltgeschichte, und das Christentum ist und bleibt die größte Weltreligion, und Jesus der bedeutendste Mensch, die bedeutendste Person, der bedeutendste Mann aller Zeiten, ja, das prägt und das bleibt nach wie vor prägend. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus verändert das Leben der Menschen und Jesus identifiziert seinen Tod mit der Rettung von uns. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und irgendeinem selbsternannten Messias, der nichts erfüllt und der einfach nur Ruhm will. Weil Jesus das Heil, das für das Volk Israel bestimmt war, auf die gesamte Welt hin ausgeweitet hat, wird manchen Juden fälschlicherweise beigebracht, dass Jesus nur für die Heiden gewesen sei. Ja? Doch, ja, das stimmt einfach nicht. Ja? Denn damit eine jüdische Person über den Glauben an Jesus nachdenkt, muss sie das soziale Stigma bedenken, dem sie von Freunden, Familie und größeren jüdischen Gemeinden ausgesetzt sein wird. Würde ein Rabbi jemals zustimmen zu heiraten,
Ja, wäre ein Eintritt in eine Synagoge verboten? Das sind die Implikationen, mit denen viele jüdische Menschen konfrontiert sind, wenn sie über Jesus nachdenken. Doch Jesus hat Unreine zu Reinen gesellt und Heiden zu dem Volk Israel. Das bedeutet, es ist falsch zu sagen, Jesus sei nur für die Heiden gekommen. Jesus sah sich zum Volk Israel hingesandt und hat dann eben durch seinen Tod stellvertretend am Kreuz seinen Auftrag für die gesamte Welt ausgeweitet. Ja? Matthäus 28, 19. Ja? Und was ist denn noch ein Grund, ja, dass ja, viele Juden glauben, ja, dass das Ziel des Christentums im Laufe der Jahrhunderte darin bestand, einen Völkermord zu bewerkstelligen, entweder durch Mord oder Bekehrung. Ja? Zum Beispiel der Holocaust. Ja? Und bereits Augustinus schrieb im 5. Jahrhundert nach Christus, Juden sind als Zeugen ihrer eigenen Sünde und unserer Wahrheit über alle Nationen zerstreut worden. Ja, und das sagt auch die Bibel voraus, dass durch die Sünde der Juden diese zerstreut werden. Die Bibel sagt aber genauso auch aus, ja, dass das Volk Israel auch wieder wundersam zusammengeführt wird. Und genau das sehen wir in der Gründung des Staates Israel. Also sollte man kein Zerrbild nehmen. Außerdem hat der Holocaust, hat die Aussage von jemandem im 5. Jahrhundert nicht das geringste, wirklich, ich wiederhole, nicht das geringste mit den Lehren Jesu oder den Verfassern des Neuen Testaments oder den Aposteln zu tun. Jesus verführte auch das Volk Israel nicht, denn in Matthäus 5, 17 bis 19 macht er ganz klar, dass seine Worte nicht vergehen werden. Ja? Und da macht er auch klar, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts von der Tora verschwinden wird. Und er ist auch nicht gekommen, um die Tora oder die Propheten abzuschaffen. Er ist nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Seine Lehren zu folgen, ist eine Fortsetzung des jüdischen Glaubens sein Ziel. Ja? Und es ist wichtig, alle Prophezeiungen zu verstehen, die den Messias in den jüdischen Schriften beschreiben. Ja? Die hebräischen Schriften vermitteln ein komplexes Bild davon, wer diese Gestalt sein wird. Doch er wird zuerst leiden und einen Sühnetod sterben. Er wurde aus dem Land der Lebenden ausgerottet, geschlagen wegen der Übertretung meines Volkes, Jesaja 53, 8. Es war notwendig, dass der Messias zuerst kam, litt und als Sühne für die Sünde starb. Dadurch brachte er Frieden zwischen die Menschheit und Gott. Der Tanach erklärt weiter, dass er zurückkehren und zu diesem Zeitpunkt Frieden auf der Erde herstellen werde. All das ist das, was wir ganz klar sehen. Ja? Jesus und seine Lehren. Ja? Jeder, der das Neue Testament studiert hat, weiß, dass Jesus Antisemitismus und Judenfeindlichkeit in keiner Form geduldet hat. Er sagte die Zerstörung Jerusalems voraus, weil das ein gängiges Motiv im Alten Testament und unter den Juden war. Doch war darüber auch zutiefst betrübt. Ja? Lukas 19,41 bis 42. Auch wenn er einige Frustrationen und Debatten mit einigen religiösen Führern seiner Zeit hatte, lehrte und praktizierte er die Liebe zu allen Menschen, einschließlich denen, die ihn misshandelten. Matthäus 5, 43 bis 48, 22, 34 bis 40, Lukas 23, 34. Und er hat die Leute, die ihm nicht glaubten, versucht zu überzeugen und mit ihnen sogar Tischgemeinschaft gepflegt. In Matthäus 26, 26 bis 30, da spricht Jesus beim letzten Abendmahl darüber, und das sagt Paulus auch, das sagen alle Evangelien, dass er den neuen Bund besiegeln wird und dass sein Leib hingegeben wird und sein Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dass er am Kreuz sterben wird als Sündloser, um uns alle zu erlösen und zu erretten. Und was sehen wir beim Propheten Jeremia? Was spricht Gott durch den Propheten Jeremia in Kapitel 31, 31 bis 34? Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe,
sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ja? Was sehen wir hier? Was können wir aus diesem Propheten- und Schriftwort sehen? Ja? Viele glauben, dass sich dieser Bund, also der Herr Jesus, macht nicht mit seiner Versammlung, die er selber baut und auf sich selbst baut, einen Bund. Und die Nationen standen auch nie in einer Bundesbeziehung zu dem Herrn. Mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda wird er ihn machen nach jenen Tagen. Der neue Bund ist zukünftig und Gott wird ihn mit beiden Häusern Israels schließen. Ja, und das wird im 8. Kapitel des Hebräerbriefs auch ausdrücklich bestätigt. Ja. Wir sehen letzten Endes ein ganz klares Bild. Ja, wir sehen, dass Gott quasi, das war eine Art Reparation, ja. Gott hat letzten Endes eine Sache ganz klar getan. Er hat, und das ist sehr, sehr wichtig, ja, er hat diesen alten Bund mit Israel geschlossen, nachdem Israel abgeirrt ist und in Sünde gegangen ist. Da hat Gott den Bund mit Israel, mit dem Haus, mit dem Volk Israel geschlossen. Die Menschen haben aber nicht auf die Propheten, die Gott gesandt hat, gehört und haben immer wieder Gott verachtet und seine Wege verlassen. Und dann gab es natürlich auch Strafgerichte. Dann gab es auch Probleme, die Israel damit hatte, ja, weil man nicht auf Gott hörte. Und diese Gesetze waren eine Art Notstandsverordnung. Ja. Sie waren eine Notstandsverordnung, um letzten Endes die Menschen durch das Gesetz zu erziehen und den neuen Bund vorzubereiten. Ja, da wird das Gesetz in ihr Innerstes gelegt, ja, die Wiedergeburt, die das Volk Israel als Nation erleben wird. Auch der Prophet Hesekiel redet von diesem Wunder der Gnade Gottes in Bezug auf dieses Volk. Vergleiche Kapitel 36, 24 bis 38. Denn sie alle werden mich erkennen. Ja. Und die Decke wird nicht auf ihrem Herzen liegen, sehen wir schon beim Apostel Paulus in 2. Korinther 3, 14 bis 15. Sie werden Gott erkennen. Ja, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Sacharja 12, 10 und Offenbarung 1, 7. Dann wird die Erde voll werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedeckten. Habakkuk 2, 14. Und dann steht im Zentrum die Missetat zu vergeben. Die Missetat zu vergeben und ihrer Sünde nicht mehr zu gedenken. Genau diese Vergebung der Sünden soll der Messias bringen. Nichts anderes, genau das Gleiche hat Jesus gebracht. Die Juden, die Jesus als ihren Messias ablehnen, haben ein falsches Verständnis des Messias. Aber nicht, weil sie sich das absichtlich angeeignet hätten, sondern weil sie es vermittelt bekamen. Ja? Es geht nicht darum, ja, es geht nicht darum, dass mit militärischer Gewalt jemand besiegt werden sollte. Es geht darum, dass der Messias die Sünden der Menschen tilgen sollte und die Menschen retten sollte, die Menschen erlösen sollte. Darum geht es. Und das ist, was das Alte wie das Neue Testament über den Messias sagen. Alles in allem gibt es keinen Grund, warum Juden Jesus weiter als ihren Messias leugnen sollten. Im Gegenteil, sie sollen aufgrund ihrer Schriften anerkennen, dass der Messias, auf den sie bis heute warten, bereits gekommen ist und alles im Detail erfüllt hat. Das ist Jesus, ja, von dem der Prophet Jeremia bereits spricht, dass er einen neuen Bund machen will mit den Menschen, um sie alle zu erretten und zu erlösen. Also, liebe Juden, kommt zu Jesus Christus, wenn ihr Jesus Christus noch nicht kennt. Dann seht ihr in ihm Jahwe und dann werdet ihr den Messias finden, nachdem ihr sucht. Amen.